Und damit, hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu Super Mario Flashback. Und Guys, wenn wir gleich in dieses Spiel reinschauen, werdet ihr sehen, dieses Spiel sieht ziemlich ähnlich wie Super Mario Bros. Wonder aus, nur in ein bisschen älter. Einstellungen habe ich schon gemacht. Ich kann das sogar mit Controller spielen. Ich fühle mich richtig krass. Wir starten rein mit Mushroom Kingdom, where it all began. Wo alles angefangen hat. Let's go. Und ihr seht schon, der Grafikstil ist vielleicht etwas älter, aber die Animation, auch von den Goombas, den Blöcken und von Mario, alles sieht ziemlich nach Mario Bros. Wonder aus, find ich. Wenn ihr das auch so seht, Guys, lasst mal ein Like auf der Folge da oder schreibt es einfach in die Kommentare. Können wir in Röhren rein? Ich weiß es nicht. Die Steuerung ist ein bisschen weird. Gut, ist auch auf PC so. Was will man da groß mit der Steuerung machen? Nicht? Okay, hier war ein Münzhaufen. Zack, down. Weg mit dir. Ey, Guys, ich bin so gehypt. Wenn ihr auch so gehypt seid, Guys, ihr wisst Bescheid. Können wir Warnsprünge machen? Let's go. Okay. Wenn ihr auch so gehypt seid, Abonnement da lassen, um nichts mehr von Mario Bros. Wonder DS zu verpassen. Oh, wir bekommen Pilz. Oh, wow, lol. Wir haben Leben oben rechts. Ich habe von dem Spiel 2 Sekunden gesehen und dachte mir, yo, das sieht aus wie Mario Bros. Wonder. Das schreibst du in Titel und Thumbnail, die Leute klicken das schon. Ja. Genau das dachte ich mir eigentlich. Und jetzt, wenn ich so sehe, also gut, die Steuerung ist gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall. Das ist, by the way, ein Fangame vom, ich weiß gar nicht, wie das Team heißt. Ich blende es hier mal kurz ein. Und natürlich findet ihr den Hack auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und Guys, können wir mal bitte appreciate, wie krass das hier aussieht? Oh, ich habe Angst. Das Spiel ist auf jeden Fall sehr schnell. Das ist mir direkt schon aufgefallen. Also, hier ist nichts mit ganz entspannt. Wir können Stampfattacke machen, das ist wichtig. Das können wir ja nicht in jedem Pixel-Mario-Game. Deswegen auf jeden Fall... Oh, eine Feuerblume! Let's go! No, wir wurden getroffen. Oh, wir verlieren die. Okay. Aber wir haben 3 Leben noch dafür. Alles klärchen. Alles klärchen. Ich bin so gehypt. Ich bin so gehypt. Ich hab gerade eben das letzte Yoshi-Video aufgenommen und dachte mir, yo, du brauchst ein neues Game. Und jetzt habe ich eine halbe Stunde lang einfach nur nach Mario-Games gesucht. Von der Wii, von der Wii U, von oh mein Gott, ist das hart. Von jeder Konsole und hab nichts gefunden. Da dachte ich mir, yo, wie sieht's mit der Fan-Game-Base aus? Ist das ein Stern? Was ist das? Ey, die Musik. Oh, Wandsprünge. Let's go. Oh nein. Aber wir haben einen Checkpoint, das sollte gar kein Problem sein. Eine weitere Erneuerung. Blöcke, die wir schon aktiviert haben, bleiben aktiviert. Also das heißt, ich bin lost, das heißt, wir können nicht einfach wieder Items holen. Das heißt, wenn wir sterben, wird das Level schwerer. Das ist krass. Das bedeutet tatsächlich, dass wir hier jetzt keinen Stern haben. Das macht es natürlich extrem hard. Es ist schon traurig, dass ich 2-mal im ersten Level gestorben bin. Und fast ein 3. Mal. Reden wir gar nicht drüber. Ach stimmt, die haben einen Helm, das habe ich auch schon gesehen. Nee, ich spring da jetzt drüber. Die Steuerung ist noch ein bisschen schwammig, würde ich sagen. Aber jetzt nichts Weltbewegendes. Oh mein Gott. Komm her. Let's go. Hammer Bros. Also ich mag diesen... Lol, habt ihr das gesehen? Wir können sliden. Und das sieht aus wie Smash Bros. Einfach. Ich hoffe, das sieht in Mario Bros. Wonder aus. Oh, es gibt Green Stars. Einen. Okay. Ah, da oben links, seht ihr das? Da sehen wir immer, wie viele Green Stars es gibt. Vielleicht gibt es im Endeffekt an zu regnen. Die Level sind auf jeden Fall dynamisch. Es gibt mir auch Donkey Kong Vibes, actually. Und hier ist das Ziel. Ganz genau. Hä? Wie cool ist das denn? Das ist ja mega krass. Zeitcoins. Okay, es läuft kein Timer runter, es läuft ein Timer nach oben. Die Coins bringen uns gar nichts. Okay, wir kriegen Ränge. Ich krieg immer den besten Rang, ist ja klar. Ah, okay, wir sind in Welt 1, jetzt kommt das nächste Level. Mushroom Kingdom. Cave of the Beetles. Höhle der Käfer. Interesting. Und jetzt regnet es auch weiterhin. Die Level sind also kontinuierlich. Kann ich dich hochheben? Das wird ein geisteskrankes Projekt, Guys. Lol. Also, wenn ihr das nicht verpassen wollt, Guys... Ich empfehle es euch, ich kann es nur immer wieder daran appellieren. Abonnement und die Glocke, die ist ganz wichtig. Sonst kriegt ihr gar keine Benachrichtigung. Oh, wir können... Okay, das ist wichtig zu wissen. Wir können, wenn ich jetzt... Lol, es gibt einen Stampfattackensprung.
Also wir können, ich wollte nur zeigen, dass wir eine Stampfattacke nicht abbrechen können. Und die Level sind wirklich so ein bisschen an das originale Mario Bros. Angelehnt hier mit diesen Blöcken und so. Das ist ja nice, ihr geht alle weg jetzt hier. Wie dumm muss man sein? Ich spiele seit 100 Jahren spiele ich Mario. Ja, und nach 100 Jahren checke ich immer noch nicht, dass man Beatles immer so... Oh, lol, die Münzen beleuchten hier so ein bisschen die... Wir können nicht auf den drauf? Wir haben halt nur noch ein Leben, gell? Sieht jetzt halt gar nicht gut für mich aus. Tschüss, let's go. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu nah am Mikrofon. Schieben wir das Ganze noch mal ein Stückchen weg. Okay, der kommt, der kommt, der kommt. Okay, was ist hier? Das sieht sass aus. Hier ist nichts, okay. Gibt's unsichtbare Blöcke? Ich weiß es nicht. Den haben wir gut besiegt. Okay, wir kriegen durch Pilze aber unsere Leben zurück. Es gibt keine Unverwundbarkeitsphase? Damn, das wird hart. Oh, let's go, eine Feuerblume wieder. Oh nein, der kommt gleich raus. Weg hier, weg hier. Lol, wir können wie im Trailer Sachen schieben. Guys, dieses Spiel kam 2020 raus. Noch bevor Mario Bros. Wonder überhaupt angekündigt wurde. Und das hat so viel von Mario Bros. Wonder. Denkt ihr, Nintendo hat sich hieran inspirieren lassen? Sieht für mich auf jeden Fall so aus. Also, come on, wir können schieben. Die Animationen sind sich sehr ähnlich. No! Nein, ach, come on! Die Steuerung ist echt nicht nice. Wir können hier oben lang. Da gibt's auch den Stern. Richtig schlechtes Game Design an der Stelle. Okay, wir müssen... Was war das? Ja, lost. Ah, wir müssen hier hoch. Get it. So. So kommen wir an den Green Star. Let's go. Es gibt immer nur einen pro Level scheinbar. Ich weiß es nicht. Sieht für mich jetzt zumindest aus. Und hier... Also auch dieses... Wenn wir eine Stampfattacke machen, können wir irgendwie so eine komische Rolle machen danach. War weg mit dir. Können wir hier nach oben? Weil alle Mario-Kenner unter euch, die wissen, es gibt immer in 1-2 einen Secret Exit. Aber ich werde den nicht nehmen, weil wir wollen uns ja schließlich alle Level anschauen, nicht? Whee! Zack. Nö, scheint es hier nicht zu geben. Interesting auf jeden Fall. Die Musik ist auf jeden Fall extrem laut. Ich muss die maximal im Schnitt runter machen. Holy damn. Jetzt sterben wäre funny, nicht? Als ob! Die Death Zone ist viel zu weit oben. So, diesmal stellen wir uns nicht so blöd an. Oh, hier war schon das Ziel. Ehrlich. Wir reden gar nicht darüber. Wir reden da nicht drüber. Das ist nie passiert. Was für einen Rang haben wir? Ich glaube, einen schlechten, weil wir häufig gestorben sind. Aber keine Ahnung, ob das damit reinspielt. Kann sein, kann nicht sein. Wir werden sehen. Wenn es jetzt so ein F-Rang ist, nicht gut. Wieder D. D ist das Beste, Guys. Es geht gar nicht höher. Wir sind Profis. Jo, und das nächste Level wäre Mushroom Hopping. Pilzgehüpfe. Ja, klingt. Klingt jetzt eher nicht so nice. We will see. Oh mein Gott. Die Animation von den Koopas ist ja mal so todescute. Wie die mit ihren Flügeln schlagen. Also, das ist legit bisher das beste Mario-Fangame, was ich je gespielt habe. Die sind unverwundbar jetzt geworden auf einmal. So, mit einer Stampfattacke besiegen wir die gleich komplett. Nee, ich will schon ganz gerne darüber. Ich habe die Tasten gar nicht belegt, aber mit denen macht man auch Stampfattacken. Scheinbar. Mit den Schultertasten. Falls ich es nicht erwähnt habe. Das Ding ist, bei Xbox sind das halt Trigger, die man ganz leicht drücken kann. Gehen, wenn wir von weiter oben... Seht ihr das? Nee. Irgendwie... Wenn wir von weiter oben eine Stampfattacke machen... Keine Ahnung, irgendwie rollen wir dann immer noch so ein Stück. Okay, der wechselt nicht die Richtung. Trotzdem ganz gerne gucken, ob hier was drin ist. Nein. Ist okay. Accepted. Aber trotzdem weiß ich nicht. Ja. Oh, damn. Okay, aber Wandsprünge sind hier easy machbar. Down, 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 down. Komm. Let's go. Bam. Nee, können wir nicht. Mal noch ein paar Feuerbälle überlegen. Jetzt sind sie nicht mehr unverwundbar. Ich bin auf jeden Fall verwirrt. Oh, Checkpoint, let's go. Wichtig, wichtig, ganz wichtig, Guys. Checkpoint immer wichtig.
Die Musik ballert auf jeden Fall. Kann man hier rein? Ja, kann man, lol. Okay, weil da waren so Coins davor. Was machst du? Cool. Ist gar nichts drin. Na, als ob. Spring hoch. Down. Damn. Gib mir doch bitte. Alles klärchen. Gar kein Stress. Hier ist das Ziel? No way. Was? Aber uns fehlt der Green Star. Oh, wir können schnell rennen. Das wusste ich gar nicht. Oder ist das ein Secret Exit? Ich weiß es nicht. Ich kann es euch auch nicht sagen. Mann. Es sieht aber vom Score her besser aus, weil wir auch schnell waren. Das ist vielleicht ein C-Rang? Gar kein Rang? Es ist ein Secret Exit. Das heißt, wir steppen nochmal rein und machen einfach ab dem Punkt weiter, wo wir aufgehört haben. So, und anstatt jetzt hier hochzugehen... Oh, haben wir 5 Leben? Ne, wir haben 4. Wir sind voll. Okay. Anstatt jetzt hochzugehen, gehen wir hier weiter. Und das sieht sehr... Oh, damn. Sehr spaßig aus. Aber wir haben den Green Star. Wir haben den Green Star. Das ist okay. Das ist okay. Damn, das wird hard. Okay, hier sind wir wieder. Jo. Ja, 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 ist gut. Ist gut, ist gut, ist gut. Entspannung, Entspannung. Ich hasse euch alle. Nein, was? Die Störung ist doch gut. Ich habe mich nie über die Störung beklagt. Ich bin einfach ein Profi. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr strong. Damn, haben wir damit die erste Welt schon abgeschlossen? Ey, das Game bockt und hypt mich. Tos auf Rang C. Seht ihr das? Seht ihr das? Das ist das Gesicht eines Meisters. Wundervoll. Gibt's noch einen Boss? Ich liebe es. Ich liebe es. Let's go, komm. Ich check gar nichts. Ich check gar nichts. Wie cool ist da? Nein! Oh, oh, den. Oh, boy! Uhu. Ist hier oben Secret? Nee, okay. Was ist dieses Level? Das sieht sehr interesting aus. Ah, mit den Wandspringen komme ich da nicht so ganz klar. Es gibt Knockback? Ah. Get it? Die gehen weg. Imagine, wenn man drüber läuft. Seht ihr das? So? Das heißt, das ist ein Speedrun-Level. Und das teleportiert uns? Oh, okay. Ja, natürlich. Okay, wir müssen wieder in so einen Teleporter rein. Hallo? Ah, die gehen nur weg, wenn wir springen. Oder doch nicht? Nee. Ey, hier ein falscher Wandsprung, tot. Oh, damn. Also, wir können nie runterfallen, wenn wir stillstehen. Okay, vielleicht das dritte? Das erste? Das erste. Let's go! Checkpoint! Ganz, ganz wichtig. Ich will nicht nach da oben, eigentlich ungern. Oh, boy! Ich muss nach da oben. Ah, okay, da geht's weiter. Oh, oh, okay, wann springe ich jetzt auch so? Okay, ist nichts, hätte ja sein können. Der smarte Boy. Hä? Ich hätte da einen Wandsprung machen müssen. Ich war einfach nur minimal verwirrt. Okay, da hätte man einen Wandsprung machen müssen und dann wäre man rübergekommen. Genau so. Boy, was ist das denn? Schaut mal, wer es durchgeschafft hat nach viel zu langer Zeit. Und schaut mal, wer es hierhin geschafft hat. Und jetzt ziehe. Wie, nein. Einfach rennen, einfach rennen. Da oben müssen wir hin. Please, sei der Teleporter. Ja. Das war das schwerste Level von allen. Das war auch dieses Boss-Level auf jeden Fall. Was nochmal ein bisschen schwerer macht. Ist eine richtig krasse Abwechslung. Ich liebe es.
Ich liebe es. Jetzt schaut euch hier auf jeden Fall noch Mario Odyssey Ultramodded an. Alles war unter Wasser, es war geisteskrank. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.